Hallo zusammen, Zeit mal wieder für eine Rätselanalyse und da habe ich mir das erste aus einer längeren Reihe von etwas kniffligeren Rätseln rausgesucht, gegen jede Wette, Rätsel Nummer 111. Das Rätsel davor, es war wohl nicht sein Tag, da habe ich schon das Feedback bekommen, das war doch ganz schön leicht, ist mehr so eine Skat-Geschichte. Ja, ein Stück weit stimmt, wollte ich euch trotzdem zeigen. Aber ein bisschen mehr zu beißen, ein bisschen mehr zu knobeln, jetzt wieder in den folgenden Rätseln. Und jetzt schauen wir uns eben dieses hier an, gegen jede Wette von Jan Wittenberger. Und tatsächlich ist das im Original eine En-Deux-Partie, die ich mit dem Jan gespielt habe. Sogar, meine ich, in einem Livestream irgendwo. Und das Spiel kommt so ein bisschen auf harmlos daher. Erstmal, ja klar, es ist knapp. Das sieht man direkt. Beim En-Deux werden ja auch recht schnell die Karten aufgedeckt. Aber dass es dann so knifflig ist, das ist dem häufig erstmal nicht so schnell anzusehen. Was also ist passiert? Wir schauen das jetzt mal aus Sicht von Mittelhand an. Vorhand wird Alleinspieler, spielt Herz und naja, wir haben jetzt zwar die Sicht von Mittelhand, sehen aber auch schon die Karten von Hinterhand. Und der Herz ist jetzt erstmal ein Fünftrümpfer, das können wir schon sehen. Die Trümpfe sind hier 3:3 verteilt. Und dann hat er noch eine recht schöne Beikarte mit Pik Ass 10 Dame. Gut, Pik steht bei uns zwar 3:1, aber der König ist blank. Das ist schon wieder ein Pluspunkt für den Alleinspieler. Und Kreuz steht bei uns auch 3:3. Die blanke 10 können wir wohl erwarten, dass sie gedrückt ist. Das ist auch der Fall. Und in Karo 10 König Lusche auch die 10 gedrückt. Also 20 Augen runter, 5 Trümpfe noch mit Ass 10 Dame und einem bestellten König. Also schon ein ganz schön gutes Spiel. Und das soll jetzt gegen Trumpf 3:3 für uns zu lösen sein. Das geht natürlich nur, wenn wir es ganz präzise angehen und direkt den Schwächsten mal zunächst. Wir müssen den Spieler in Mittelhand bekommen und dürfen da schon nicht spätere Mittelhandpositionen gefährden, indem wir jetzt etwa Trumpf 10 oder Pik Bube legen. Dann wird es wohl schon nicht mehr reichen. Also hier ist wirklich wichtig, erstmal ganz klein ranzugehen und mit der Dame nur zu übernehmen und jetzt eben direkt auf die schwächste Stelle zielen, damit wir später irgendwie noch die Chance haben, die Trümpfe zu trennen. Also direkt Karo Lusche raus. Das ist, denke ich, soweit noch nicht mal so schwer zu erkennen. Und ob der Alleinspieler jetzt da die Lusche legt oder mit dem König raufgeht, wir können uns bei so einem starken Blatt und müssen uns vielleicht schon relativ deutlich darauf festlegen, dass die Karo 10 auch gedrückt ist. Alles andere wäre jetzt natürlich richtig genial, wenn der Spieler das vorhersieht und dann mal die Karo Lusche zum Beispiel drückt oder sogar Pik 10 in dem Fall, dann hätte er ganz leicht gewonnen, konnte er aber ja auch nicht wissen, den Stand. Aber wenn er etwa die Karo 10 jetzt oben hat und Karo Lusche gedrückt, dann hätte er uns natürlich schön geblufft. Aber dafür ist das Blatt vielleicht auch einfach zu stark, um so eine Volte zu machen. Also von hier Karo Dame nach. Ja, und jetzt geht es eben los. Erste Variante, man könnte ja denken, hier erstmal die Kreuz Dame, die drei Augen retten. Aber tatsächlich sind diese drei Augen hier nicht das Spielentscheidende, sondern dass man eben so ein bisschen die Trümpfe getrennt bekommt, um in Pik arbeiten zu können. Und deswegen ist es hier tatsächlich notwendig, eine Pik-Lusche hier erstmal fallen zu lassen. So, und jetzt kommt eigentlich der Clou. Jetzt kommt das, was wahrscheinlich am Tisch eben irgendwie gefühlt richtig schwer zu finden ist. Nämlich, ganz natürlich wäre jetzt hier die Karo Lusche fortzusetzen. Ich glaube, so habe ich es im Original auch gespielt. Na, Karo Lusche hinterher und dann zum Beispiel jetzt hier nochmal Pik abzuwerfen. Und das Problem ist, dass der Alleinspieler ja nicht dusselig ist. Im Prinzip hier auch mit bekannter Information spielt. Der wirft einfach ab. Und wenn ihr jetzt mal die Karten von mir und meinem Partner anschaut, dann sind die jetzt komplett symmetrisch verteilt. Und das heißt, naja, ich kann das hier einfach nochmal zeigen. Wir spielen jetzt meinetwegen noch ein paar Runden Kreuz. Der Alleinspieler wirft einfach die Pik 10 ab und er bekommt am Ende jetzt einfach das Kreuzass mit seinem Trumpfass gestochen. Pik Ass und König kriegt er auch noch 20 gedrückt. Also er gewinnt jetzt einfach das Spiel. Er kriegt tatsächlich beide Kreuzstiche noch. Ne? Wir kriegen jetzt unsere Trümpfe nicht auseinander. Die Pik 10 hat er abgeworfen. Klar, das war eine tote Karte, aber er gewinnt das Spiel. Und deswegen, weil er diese Möglichkeit hat, ist die Karo 7 hier einfach ein Zug, der uns nicht zum Ziel bringt. Das klappt auch nicht, wenn wir jetzt eben Kreuz abwerfen, Kreuz Lusche oder Dame. Dann könnt ihr es mal ausprobieren. Auch dann wird es nicht zum Sieg reichen. Immer hat der Alleinspieler ein gewisses Gegenspiel. Und deswegen ist der Clou, wenn man so will, in diesem Stich zu finden. Wenn man das hier kapiert,
dass man einmal Karo nachsetzen muss, da Pik abschmeißen und jetzt kann man den Spieler auf Schuss setzen muss mit Kreuz und diese Karo 7 quasi noch als Joker in der Hinterhand behalten muss. Also Kreuz 7 oder Kreuz König sind die Fortsetzungen der Wahl. Wir können es hier ruhig mal so spielen, Kreuz König. Da kann man jetzt sogar schon die Dame reinlegen, denn diese Dame, tatsächlich dieses Bild, das ist hier gar nicht das Spielentscheidende, wie schon gesagt, sondern es geht darum, die Trümpfe auseinander zu bekommen und dann das Kreuz Ass eben deswegen auch zu retten. So, Alleinspieler nimmt erstmal die sieben Augen, spielt einmal Trumpf weiter, bupp, rausnehmen, rausnehmen. Und jetzt können wir ihn natürlich ungefährdet hier Kreuz vorsetzen. Er sticht wieder, sticht ins Leere. So, und nun ist er eben schon zu kurz. Wenn er jetzt nochmal Trumpf rausspielt, seinen letzten Trumpf, dann können wir von da noch einmal mit Kreuz auf das Kreuz Ass rüberspielen und können dann immer noch den letzten Karo bringen, bekommen also Kreuz Ass nach Hause und die Pik 10 muss dann abgeworfen werden. Also ist Trumpf im Prinzip keine Option für den Alleinspieler. Auch jetzt, wenn er jetzt Trumpf spielen würde, macht er eben gar nichts mehr, kriegt er keinen Stich mehr, also setzt er mit Pik fort. Ja, wir stechen auch klein, ob er hier nun die 10 spielt oder nicht, die kriegen wir eben sowieso noch, denn jetzt haben wir die Karo 7 und jetzt fliegt der letzte Kreuz und damit zieht sich jetzt hier das Netz zusammen. Alleinspieler 39 plus die gedrückten 20 und wir holen uns im letzten Stich die fette Beute. Ja, also erstaunlich, erstaunlich, so ein gutes Spiel. Kann man doch greifen, aber dazu ist wirklich Präzisionsarbeit nötig, die selbst mit offenen Karten am Tisch von mir zum Beispiel in so einer Situation, wo man dann natürlich auch nicht ewig Zeit hat, darüber nachzudenken, einfach nicht gelöst wurde. Ich weiß nicht, wer macht es besser, wer kann es direkt am Tisch erkennen und so viele Wege dann auch kalkulieren. Wer das kann, dem kann ich nur allerhöchsten Respekt zollen. Super. Und für alle anderen machen wir hier sehr gerne diese Analysen. Und wenn man das dann tatsächlich, wenn das dann hilft, um auch mal am Tisch in diesen oder ähnlichen Situationen zu den richtigen Zügen zu kommen, ja, dann haben wir wirklich alles richtig gemacht. Und das ist die Idee, warum ich euch hier mit den Rätseln quäle, aber warum ich dann auch mit diesen Analysen versuche, noch ein bisschen Hintergrund dazu beizusteuern. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Bedanke mich fürs Zuschauen. Habt ein schönes Wochenende und wie immer, gut Blatt.